Schwächere Daten sind gut für die Aktienmärkte, sind bullish, weil die Fed dann früher die Zinsen senken kann. Der gute Jerome Powell hat ja jetzt am Mittwoch bei der Pressekonferenz gesagt, wenn wir unerwartet schwache Arbeitsmarktdaten sehen, dann könnten wir die Zinsen früher senken. Und heute die Daten waren schwächer. Die Frage ist nur, waren sie wirklich unerwartet schwächer und wie schwach waren sie eigentlich? Und dann haben wir vielleicht eine andere Situation, dass nämlich die Daten schwächer werden, die Inflationstreiber jedoch bleiben. Wir hatten heute einen ISM-Index, dazu gleich mehr. Und also bei dieser schwächeren Wirtschaft aufgrund der erhöhten Inflation weiter die Zinsen nicht sinken können, gleichzeitig aber die Wirtschaft schwächer wird, weswegen das vielleicht dann doch gar nicht so fürchterlich bullisch für die Aktienmärkte ist. Wir wollen uns das Geschehen heute mal anschauen, startend eben mit diesen Arbeitsmarktdaten. 175.000 schwächer, keine Katastrophe, aber doch deutlich abweichend von der 240.000er Erwartung. Vormonat wurde ein bisschen nach oben revidiert, der Vorvormonat nach unten revidiert, in der Summe sogar noch ein paar Jobs weniger, aber wichtig für die Märkte auch, die Stundenlöhne nur 0,2 statt 0,3% gestiegen und zum Vorjahresmonat 3,9 gestiegen statt 4,0, die Arbeitslosenquote jetzt auch raufgegangen auf 3,9 bei erwartete 3,8%. Und da auftritt dann von Mohamed El Erian, der gesagt hat, also das sind Goldilocks-Jobdaten. Das wird die Märkte und die Fed erfreuen, die Märkte auf jeden Fall. Wir wollen gleich mal gucken, ob es die Fed auch erfreut. Schauen wir uns aber die Daten mal ein bisschen genauer an. Dann sehen wir, wie die Commerzbank hier zeigt, wir hatten eine Schwäche im April, aber ist das mehr als ein Ausreißer? Warum waren die Daten schwächer als jetzt im März? Ein wesentlicher Faktor sind die Regierungsstellen, also der Beschäftigungsaufbau beim Staat. Da hatten wir im letzten Monat noch 72.000 neue Jobs, im April dagegen nur 8.000 neue Jobs, macht also eine Differenz von 64.000. Und wenn ich das dazu addiere, also sage oder annehmen würde, wir hätten genauso viele Jobs im Staatssektor wie im letzten Monat, dann wären wir genau bei der Erwartung reingekommen, so 240.000, das mal nur am Rande. Aber hier zeigt die Commerzbank, also bisher ist der Trend noch nicht wirklich nach unten gerichtet. Das ist hier diese dunkle Linie, die Sie hier gesehen haben. Aber es war die größte Verfehlung seit 2021, was jetzt die pure Zahl der Stellen betrifft. Aber wie gesagt, wie dieser Twitter-Account nochmal zeigt, das lag vorwiegend eben an den geringeren Regierungsjobs. Und eins dürfen wir nicht vergessen, wir haben jetzt fünfmal in Folge besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten bekommen, also eine höher als erwartete Zahl neuer Stellen. Wie und ob man diese Zahlen überhaupt ernst nehmen kann, ich würde eher sagen, nein, aus einigen Gründen, die wir gleich nochmal zeigen wollen, aber hier nochmal die Prognosen der Firmen, der Broker. Die schlechteste Schätzung war 190.000 von TD Securities. Praktisch alle waren bei 3,8 oder 3,7% der Arbeitslosenquote. Also keiner hat es wieder so richtig getroffen. Aber nochmal hier zu dieser Fragwürdigkeit der Statistik an sich. Es gibt ja nicht nur diese Seasonal Adjustments, also diese saisonalen Anpassungen, sondern vor allem auch das Birth-Death-Model. Und das hat mal eben 363.000 Stellen hinzugefügt. Das ist eine reine Phantomgröße. Man nimmt also an, ja, wie viele Firmen sind entstanden, wie viele sind pleite gegangen. Und wenn ich annehme, dass mehr Firmen entstanden sind als pleite gegangen sind, dann nehme ich an, dass halt auch mehr Jobs entstanden sind. Das ist sozusagen Pi mal Daumen, Finger in den Mund, Speichel in den Wind. Und mal gucken, in welche Richtung der weht und dementsprechend würfeln wir dann die Zahl. Es ist überhaupt nicht ernst zu nehmen. Das ist letztendlich eine Phantomgröße, die wirklich diese ganzen Daten sehr stark in Frage zieht. Aber however, wir sehen, dass die Zinssenkungserwartungen durch die Märkte deutlich nach oben geschossen sind. Hier sind die Erwartungen für Zinssenkung für 2024 noch und für 2025. Also, das ist eine gute Sache. Wenn die Jobdaten jetzt schwächer gewesen sind, das ist ein Goldilocks-Szenario. Die Frage stellt sich nur, warum hat dann Gold, das zunächst positiv reagiert ist, dann diese Gewinne wieder komplett abgegeben? Steht tiefer als zum Zeitpunkt, als die Zahlen zu den US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden. Ähnlich, nicht ganz so extrem, der Euro-Dollar auch nach oben geschossen, macht ja Sinn.
dann aber wieder rückläufig, nicht ganz bis zum Ausgangspunkt, anders als bei Gold. Aber wir sehen, normalerweise müssten doch Gold und auch der Euro-Dollar dann nachhaltiger profitieren. Aber dann Auftritt von Nick Timiraos, der Fettflüsterer, der so ein bisschen, so sehen es zumindest die Märkte, eine Art Mittelsmann ist zwischen der Fed und den Märkten. Und der sagt, naja, dieser April-Arbeitsmarktdatenreport, der wird nicht viel bei der Fed ändern. Erstens, wir haben noch einen Arbeitsmarktbericht vor der nächsten Sitzung. Zweitens, die Fed sei mehr auf Inflationsdaten fokussiert. Und drittens, man sehe hier keine unexpected weakness. Die Zahlen waren jetzt nicht gut, aber sie waren eben auch keine Katastrophe. Unten sehen wir mal das, was Goldman Sachs erwartet hat hier an Marktreaktionen. Wenn wir so zwischen 150 und 200.000 Stellen sind, ein Zugewinn von einem halben bis einem Dreiviertel Prozent. Also der Fettflüsterer sagt, macht euch mal locker, das hat wahrscheinlich nicht so wirklich viel Auswirkungen auf die Fed. Aber wir sehen vielleicht Auswirkungen aus dem Arbeitsmarkt auf die Aktienmärkte. Denn diese Grafik zeigt einen Vergleich zwischen dem S&P 500 und den sogenannten JOLTS, also den offenen Stellen in den USA, und die gehen seit einiger Zeit ziemlich deutlich nach unten. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass wir eine Underperformance gegen von Equities, also von Aktien gegenüber US-Staatsanleihen haben. Die Staatsanleihen sind ja stark gefallen, weil die Renditen gestiegen sind. Da gibt es ja eine umgekehrte Relation. Das würde bedeuten, dass die Kurse der Staatsanleihen steigen, aber die Renditen dann fallen würden. Das heißt, Anleihen, der Kauf sozusagen wäre hier die attraktivere, oder das Setzen auf steigende Anleihekurse, also fallende Renditen, wäre hier das attraktivere Investment, aber das wird sich noch zeigen. Dann 16 Uhr, nachdem wir 14:30 die US-Arbeitsmarktdaten bekommen haben, 16 Uhr der ISM-Index. Und siehe da, der war schwach, der war sogar sehr schwach, denn wir sind das erste Mal unter die Marke von 50 gerutscht seit Dezember 2022. Also das ist eine Schrumpfung, kleine Schrumpfung, aber eben eine Schrumpfung. Der Sektor Dienstleistung wächst nicht mehr, und das war ja der Wachstumstreiber in den USA. Und das Einzige, was wirklich wächst, das sind die Preise. Hier die Prices bei 59,2, alles über 50 ist eine Expansion, also ein Anstieg. Und hier sehen wir die Preise wieder deutlich gestiegen jetzt im April, aus dem die Daten ja sind. Im letzten Monat hatten wir eine Zahl nur von 53, irgendwas, da haben die Märkte eine Party gemacht. Jetzt also wieder dieser Preisdruck erkennbar. Auch im Dienstleistungssektor. Wir hatten ja am Mittwoch auch den ISM-Gewerbe, also den Industriesektor, da eine Preiskomponente von 60. Das bedeutet, sowohl bei dem im Gewerbesektor als auch im Dienstleistungssektor sind die Preise ziemlich heftig gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Inflationsdaten, die aus meiner Sicht übernächste Woche kommen, 13. glaube ich, Mai oder sowas, sehr wahrscheinlich nicht auf der Unterseite überraschen werden, wenn man das mal vorsichtig formuliert. Und das wiederum wäre dann eben für die Fed kein Grund, hier wirklich jetzt an ihrer Zinsschraube zu drehen, also die Zinsen nach unten zu drehen, zumal wir ja die Employment-Kosten aus dem ersten Quartal bekommen haben, die Lohnstückkosten aus dem ersten Quartal bekommen haben, die alle eben diesen Aufwärtstrend zeigen. Und der Aufwärtstrend der amerikanischen Wirtschaft gegenüber vor allem der europäischen Wirtschaft ist klar erkennbar. Das Ganze begann so 2014, hat sich dann fortgesetzt, eben auch, weil die US-Wirtschaft sehr stark stimuliert wurde, erst durch Trump, dann durch Biden. Und jetzt allerdings diese Stimulierung so ein bisschen nachlässt, offenkundig. Die Ersparnisse der Amerikaner sind deutlich geringer geworden. Das ist die Frage, wie nachhaltig ist diese ganze Geschichte? Und wir bekommen jetzt eigentlich immer mehr Warnsignale von der Wirtschaft. Genau, so muss es heißen. Warnsignale von der Wirtschaft, meine Damen und Herren. Jetzt gucken wir mal zu den Aktienmärkten. Die Aktienmärkte profitieren natürlich auch heute, oder die Wall Street, von der Rallye der Apple-Aktie. Das könnte der Katalysator sein für eine Rallye im Mai, heißt es hier. Denn der Mai sei dann meistens sehr positiv. Wir sehen das nach wie vor long in Magnificent Seven Aktien. Das dominante Motiv ist an den Märkten. Die meisten sind da drin. Der Most Crowded Trade. Hier an zweiter Stelle übrigens Short China Equities, und das ist zuletzt keine so gute Idee, in chinesischen Aktien short zu sein. Aber nochmal zurück zu Apple, schauen wir uns nochmal das Ganze an. Also
Schauen wir uns mal die Umsätze an von Apple in den USA oder Americas. Das ist mit Südamerika minus 1%. In Europa ist man sagenhafte 1% gewachsen. In Greater China, also China und was drumherum ist, minus 8%. Japan minus 13%. Rest of Asia Pacific minus 17%. iPhone minus 10%. Mac plus 4%, iPad minus 17%, Wearables minus 10% und Services plus 14%. Also in der Summe eher Kontraktion, eher Schrumpfung dieser Firma als eben das Gegenteil, als Wachstum. Dennoch sehen wir heute, wie JP Morgan das Preisziel anhebt, wie Barclays das Preisziel anhebt, wie verschiedene Analysehäuser. Also aufgrund dieser wirklich bestenfalls als mittelmäßig zu bezeichnen, mittelmäßig bis schlecht zu bezeichnenden Daten hier die Kursziele anheben. Warum tun sie das? Nur, weil eben Apple Financial Engineering betreibt, das heißt eigene Aktien zurückkauft. Und hier sehen wir mal die Hitliste der Firmen, die ihre eigenen Aktien zurückkaufen, respektive das Volumen. Und da ist an Platz 1 bis 6 immer Apple aus den verschiedensten Quartalen. Es gibt keine Firma, die so viel Financial Engineering betreibt, weil man offenkundig nicht weiß, wohin mit dem Geld, weil man eben nicht mehr innovativ ist. Dann kommt Chevron, dann Alphabet, Microsoft, dann wieder Apple, General Electric, dann wieder zweimal Apple. Also die Jungs, die geben hier richtig Gas. Das Ganze sozusagen kaschiert letztendlich diese inhärente Schwäche dieser Firma, die ein Wachstumswert geworden ist. Die Leute werden bei ihren iPhones bleiben. Aber die Frage ist, kommen viele neue Nutzer hinzu, sodass du dann eben mal Wachstum generieren kannst? Das kannst du wahrscheinlich nur durch KI. Und da hat der Tim Cook gestern auch gesagt, wir machen dann irgendwas mit KI geworden. Das sagen wir dann schon, wenn es soweit ist. Hier ein hochinteressanter Bericht dazu übrigens von CNBC, dass diese AI-Engineers, also die Leute, die sozusagen diese KIs entwickeln, die haben hier schon Burnouts. Warum? Weil sie, so wie es im Text heißt, permanent eben angeleitet sind, die Erwartungen der Investoren zu erfüllen, statt eigentlich wirklich die Qualität der KI verbessern zu können. Das ist einer der aus meiner Sicht relevanten Punkte. Die sind alle so heiß auf KI, alle so gierig, dass sie irgendwas hingeworfen wollen haben, und das geht dann auf Kosten der Sacharbeit, auf Kosten der Qualität. Deswegen sehen wir im Bereich KI noch so viel Negatives, so viel Schwaches neben Hervorragendem. Aber in der Summe kann ich wirklich eine KI schon autonom einsetzen in Bereichen, die sensibel sind? Die Antwort lautet bisher eher nein. Kommen wir nochmal zu China, meine Damen und Herren. Wir sehen jetzt starke Zuflüsse in chinesische Aktien. Größter Zufluss seit 8 Wochen. Wie gesagt, viele sind noch short in chinesischen Aktien. Vielleicht nicht so die gute Idee. Nach den Anstiegen, die wir jetzt gesehen haben, wenn wir jetzt mal in Richtung Europa unterwegs bin, heute unterwegs sind, Gazprom mit einem Rekordverlust, den man hier verzeichnen muss. Und woran liegt das? Das liegt natürlich auch an China, denn die Europäer kaufen ja deutlich weniger. Also müssen die Chinesen kaufen. Die Chinesen sagen aber, naja, ihr wollt ja euer Gas irgendwie loswerden, nicht wahr? Dann müsst ihr uns schon besonders günstige Preise bieten. Und überhaupt, ohne uns habt ihr ja ein Riesenproblem, hättet ihr ja gar keine Autos mehr. Die Russen fahren jetzt alle chinesische Autos. Also die Russen sind auf Gedeih und Verderb den Chinesen ausgeliefert, und die Chinesen drücken die Preise, weswegen eben Gazprom einen großen Verlust macht, weswegen Gazprom eben nicht mehr in der Lage ist, auch den russischen Staatshaushalt mitzufinanzieren. Und wenn wir nach Deutschland nochmal kommen, fand ich bedeutend hier die Aussagen von Alexander Sixt, dem Chef der Autovermieter, der hier sagt, wir müssen unseren Anteil an Elektrofahrzeugen verringern. Und zwischen Sommer 2022 und März 2024 sind die Restwerte für E-Fahrzeuge im Schnitt in Deutschland um rund 40% gefallen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein echtes Desaster. Und die Politik hat ja mehr oder weniger die Autokonzerne gezwungen. Ihr müsst in Elektromobilität, Verbrenner, das wird keine Zukunft mehr haben. Da findet jetzt ein Umdenken statt. Selbst Uschi von der Leyen musste auf Geheiß von Friedrich Merz jetzt da sagen, das machen wir vielleicht doch besser nicht mit dem Verbrennerverbot. Dennoch ist das auch etwas, was dazu geführt hat, dass die Standortqualität in Deutschland besorgniserregend schlecht ist, wie 180 Ökonomen hier ausführen. Das ist gleich meine erste Empfehlung als Artikel, den Sie sehr gerne teilen können über Social Media, meine Damen und Herren. Und die zweite Empfehlung nochmal, Apple. Ist das Bluff oder eben nicht? Schauen wir uns mal die Dinge genauer an. Und das ist eine sehr tiefgehende Analyse zu dem
Zustand von Apple. Das ist die zweite Empfehlung. Meine dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, ist Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Ich gucke jetzt gleich Pauli gegen HSV. Und vielleicht wird da ein Hamburger Verein gleich direkt in die Bundesliga aufsteigen. Es wäre zu wünschen. Also, Ihnen ein schönes Wochenende. Ich sage Servus, ciao.